So, willkommen zurück bei My Time at Porsche. Entschuldigung, dass man jetzt hier gerade sieht, dass etliche Zeit ins Land gezogen ist. Das liegt daran, dass ich gerade eine ja recht wichtige SMS beantwortet habe. Und alles ist dunkel. Und leider Gottes vergessen habe, hier auf Pause zu drücken. Das tut mir leid. Das war nicht geplant. Das war nicht so gewollt. Das tut mir leid. So, juhu, bald ist fertig. Guten Tag, meine Schnucki-Putzens. Ach, ist das schön. Ist das schön hier. Da macht es doch direkt viel, viel mehr Spaß, sich um die Tiere zu kümmern. Wenn man hier ein paar auf einen Schlag machen kann. Ja, sehr gut. Was? Gegenstand, komisches Glasgefäß wurde von Alice angesehen? Hat die das jetzt im Museum angeguckt und dachte sich, boah, sieht das geil aus? Ich mag sie. Okay, alles klar. Ich meine, warum nicht, ne? So, letztes Training dafür. Kann ich nochmal mit dir interagieren? Geht das noch? Scheinbar. Ja, sehr schön. Bald ist das Viech auf dem höchsten Stand des Trainings. Oh, ich muss nach dem Futter auch wieder gucken. Ich muss auch überall wieder nach dem Futter gucken. Nicht, dass sie das leer gefressen haben. Ich bin mir zwar fast sicher, dass es mittlerweile schnurzegal ist, weil sie sind ja erwachsen. Aber sicher ist sicher. Schalangenbeere. So. Einbarren. Ja, fertig. So. Dann, ich brauche zwei. Und zwei. Juhu. Damit haben wir die vier Platten und haben die Bushaltestelle fertig. Die Bushaltestelle fertig. So. Juhu. Zack. Da, 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 da. Fahrzeugboxenstopp. Ach komm. Ist jetzt bald wieder dieses Ding, wo sich die ganzen Leute um die Geschenke prügeln oder was? Wo bist du? Schnuckiputz. Nice work. This is your payment. Dankeschön. Boah, viel Geld, Alter. Oh. So, was haben wir jetzt? Die Rohre. Eisenstützwerke. Nehmen wir mal das. Ich glaube, das Montieren und Aufstellen könnte auch zu dieser Hauptquest noch gehören. Oh, apropos, ich muss mal schauen, wie hoch ich denn jetzt im Rang stehe mittlerweile. Ob ich denn inzwischen wieder was aufgeholt habe. Alter, ich bin auf dem ersten Platz bisher. Ja, geil. Ich dachte, als erstes dachte ich, oh ja, ich bin von Higgins eigentlich gar nicht mehr ganz so weit entfernt, ne? Aber Alter. Aber ich glaube, der wird mich im Laufe des Jahres noch überholen, weil ich glaube tatsächlich, dass ich das die ganze Zeit über nicht halten kann. Geil. Wenn ich mich beeile und ich bin vorm Sommer noch immer Erster, habe ich den ersten Platz für den Monat zusammen. So. Schmieden, Bushaltestelle. Eisenholz. Eisenholzstützwerk, ne? Oh, nicht schon wieder Stahlrahmen. Oh nein.
Nicht schon wieder Stahlrahmen. Holzsäule. Also Eisenholzdiele ist kein Problem. Eisenholz waren, glaube ich, 5. Zack. In Arbeit. Quatsch. Hier wollte ich gucken. Stahlrahmen. Da brauche ich wieder... Da brauche ich, glaube ich, wieder die Dingensen. Die Schmiede. Da. Schweißstäbe, genau. Und 9 Carbonstahlbarren. 2 Schweißstäbe und 9 Carbonstahlbarren. So, das waren doch 2, ne? Ich weiß es nicht mehr. Ja. 2, genau. Ah, und der Holzsäule. 2 Seile. 4 Seile. 4 Seile brauche ich. Sollte ja eigentlich nicht schwer sein. So. Gut. Ich tank mal auf. So. Ach, warte mal. Ich hatte ja einen... Ich habe sogar 2 Punkte wieder. Alter, what? Doppelte Beute beim Bergbau. Nehmen wir. Gibt's mehr. Viel mehr. So, das müssen wir wieder einsortieren, alles. So. 46 Minuten. Ich bringe mal dem Bürgermeister einen Tee. Ein Tee. Lalalalalalala. Quatsch, darüber. Hier hin. Wie ich einfach immer automatisch hier in das Bürgerbüro laufe. Hallo. Hi. Bitteschön. Thanks. Really Dankeschön. La da di. La da 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 da. Plitsch, platsch, plitsch, platsch. Whoops. So. Ja. Achso, ja genau. Ich muss ja die Schweißstäbe machen. Fertig, ja. Sehr gut. So, und 9 Carbonstahlbarren. So. In Arbeit. Die sind auch in Arbeit. Ja, dann würde ich sagen, ich gehe pennen. Sonst dauert mir das so lange. Oh, wie schaut's denn? Oh, sieht gut aus. Ja, sieht noch gut aus. So, geh mal schlafen. Schwupp. Ah. Tag der strahlenden Sonne. Tägliche Erinnerung. Ah, ist das das, wo man wieder sich um die Geschenke kloppen darf, ja? Da mache ich aber wieder mit, weil ich könnte ja was Gutes abräumen. Vielleicht was Seltenes oder so, weißt du? Man weiß nicht. Man weiß nicht. So, eins können wir machen. Tadum. Und wie schaut's aus? Die sind fertig, sehr schön. Und die Holzsäulen. Ach ja, genau, die 4 Seile brauchen wir noch. Die sind auch fertig. Sehr schön. Machen wir auch gleich mit. So, da fehlt jetzt eigentlich nur noch der Barren für, also die Barren für das Dingens. So. Jetzt fehlen nur noch die 2 Stahlrahmen. Das heißt, ich muss jetzt einfach nur noch warten, dass der mit dem Kack hier fertig wird. Noch 11 Stunden, weißt du? 11 Stunden!
Ah, guck, da kommt schon der Dingens oben. So, das nehme ich mit. Ach, guck, da kommen sie alle angelaufen, die Geierhälse. Ah, herrlich. Da kommen sie alle angelaufen. Was ist denn das hier? Nüscht. Da kommen die ganzen Geierhälse da und warten drauf, dass sie die Geschenke abräumen können. Ach ja. Ja, weil diese Feste, wie zum Beispiel dieses Geisterfest, wo man diese Geistermünzen da untersuchen muss und sich dann darum prügelt, das werde ich nicht nochmal machen. Das war mir beim ersten Mal schon zuwider. Entschuldigung, da kam meine Flasche doch ganz unverblümt an meinen Schreibtisch. Entschuldigung, wenn man das... Man hat das bestimmt gehört. Na, wird das bald? Ich will Geschenke. Ich will hier Geschenke haben. Ich bräuchte da so einen Cheat, wo die ganzen Leute wirklich nur an der Stelle stehen bleiben und ich die ganzen Geschenke für mich einheimsen kann. Mal schauen, was ich dieses Mal abkriege. Wahrscheinlich nichts. Irgendwie wieder so ein bisschen Tee oder sowas kriege ich wahrscheinlich. Meins. Ich will auch. Geht aus dem Weg. Ich komme gar nicht schnell hin. Die blockieren mich alle. Ein Seidenkokon. Oh, eine Handwerkerkiste. Ist die auch größer? Ich sehe leider gar nicht, wo diese ganzen Dinger runter... Oh, dankeschön. Ach, ein Schal. Was will ich damit? Schnell! Meins! Aus dem Weg! Ich beobachte dich von hier unten. Hör auf zu bellen, du lenkst mich ab. Weg! Weg! Alles mir! Geht mir aus der Sonne. Könnte jetzt auch ein Stahlrahmen oder sowas drin sein. Oder ein paar Carbonstahlbarren. Nicht schubsen. Das sagen die Richtigen, weißt du? Die hier alle... Geh doch mal weg, du Brockelmann. Wird hier komplett alles blockiert. Oh, Marmor. Meins. Weg da. Alles mir. Diese blöde Katze. Schubs mich nicht. Ich finde das so ein beknacktes Feature. Ach, das ist die Katze. Ich dachte, das wäre ein pinkes Geschenk. Das war genauso fett. Weg. Milch, toll. Genau das, was ich nicht gebrauchen kann. Was ich selber schon en masse habe. Guck mal hier. Nicht schubsen. Pass auf, wo du hinläufst. Nicht schubsen, nicht schubsen. Ey. Das ist so ein beknacktes Feature in dem Spiel, ne? Das ist so ein mega beknacktes Feature in dem Spiel. Dass man hier in Anführungsstrichen nicht schubsen darf. Das ist so bescheuert. Wer hat sich das ausgedacht, dass man das mit reinnimmt? So, Alarm. Ach, wir ärgern die Spieler so ein bisschen. Weißt du, immer wenn sie so leicht angebufft wird, wenn sie so leicht angebufft werden, dann beschweren sie sich und dann verlieren sie Freundlichkeit, weißt du, oder Zuneigung.
So ein Käse. Sag mal. Das ist so ein Quatsch. Das ist nur eingebaut worden, damit man es ein bisschen schwerer hat. Und damit man ein bisschen langsamer durch die Gegend wahrscheinlich läuft. Ich meine, ich sag ja, ich bin auch schon nur kerzengerade stehen geblieben. Und dann kam einer an mich, er ist an mir vorbeigeschrammt. Hör auf zu schubsen. Und ich dachte mir nur so, hä, warum? Ich habe nicht geschubst. Die hat sich selber umgeschubst. Ah ja, stimmt, was braucht denn da? Was hat denn das Viech gebraucht, das andere? Ach stimmt, da war ja goldener Ginseng. Ich weiß gar nicht, wo man den herkriegt. Goldener Ginseng. Hat man den vielleicht bei der Tussi oben gekriegt? So, wie schaut es denn hier aus? Ah, noch zwei Stück. Was habe ich denn alles... Achso, da unten habe ich ja alles gesammelt. Ja, Kürbiskuchen, ein paar Äpfel. Aber so eine Handwerkerkiste. Was ernsthaft? Das ist gar nicht zum Hinstellen. Das ist zum Tragen. Oh, das ist blöd. Was soll ich damit? Das ist sinnlos. Was soll ich denn mit so einer Handwerkerkiste, sag mal? Was, Seife? Ich trage auch die ganze Zeit Seife mit mir rum. Sicher. Wow. Wow. Gut. Naja. War für die Katz. Ein bisschen was zum Essen hat es gegeben. Ein bisschen was zum Trinken. Aber ansonsten war das nicht sonderlich viel. So, schauen wir mal, ob die goldenen Ginseng hat. Aber ich habe echt Angst davor, was für ein Minispiel, was mich da erwartet. Ich habe da echt Angst vor. Ich habe nur zwei Aroma-Äpfel. Hast du goldenen Ginseng? Sieht ja nicht so... Maiskugel. Nö, sieht nicht so aus, ne? Nö, keine Ahnung, wo ich goldenen Ginseng herkrieg. Muss ich vielleicht auch mal googeln, wenn ich dran denke. Aber ist ja gar, ist gar nicht mal so wichtig. Ich habe ja unser Reittierchen. Es ist nur schade. Ich vermute mal, dass ich kein zweites Tier kaufen kann. Dass es immer nur für ein einziges Tier ist. Zum Verkauf. Zum Verkauf. Da kann ich mir doch eigentlich so ein ganz... Ah ja, wobei, hier, ne? 13, 32, 10, 5, 100. Dann wäre das eigentlich schon besser, weil das ist ja stärker. Das ist zwar komplett voll trainiert, aber dafür ist das Gesamt aber auch weniger. Ne, bis auf das hier. Kann ich das kaufen? Ein weißes Pferd. Tatsächlich. Hallo. Wenn ich das jetzt... Habe ich da jetzt zwei im Stall oder muss ich jetzt einen zusätzlichen Stall bauen? Das würde mich jetzt mal interessieren. Ja, es sieht so aus, als hätte ich... Ja, tatsächlich. Sehr schön. Gut. Wie nennen wir denn das Pferd? Ich weiß es nicht. Es ist... Steht auch nicht dabei, ob es ein Geschlecht hat. Aber es ist ein schönes weißes Pferd. Ich nenne es einfach. Ich nenne es Yummy. So, gut.
Geschwindigkeit. Dass der Vorteil ist, wenn ich das trainiere, kann ich mit dem reiten. Wenn ich den trainiere, kann ich mit dem reiten. So, jetzt haben wir auch ein Pferd. Wir haben ein Pferd. Steht da eigentlich bei, wie viel Platz ich habe? Nee, ne? Steht nicht bei. Schade. Aber, ich glaube, das war hier, wo das stand, ne? Ja, das stand ganz toll da. Ja, das stand hier. Irgendwo stand das hier bei. Aber ist ja schön, wenn ich da jetzt auch noch ein Pferd habe, weil das wollte ich nämlich auch die ganze Zeit schon auch haben. Ein kleines Pferd zu meinem Alpaka. So, erstmal hier, ihr armes Getier. Wurdet ihr heute noch nicht gestaubwedelt? So, morgen ist die letzte Ente auch groß. Juhu. Und jede Menge Eier. Hui. Ich freue mich. So, wie schaut's hier aus? Sehr schön. Fertig. Fertig. So. Bitteschön. Flupp. 19 Uhr. Ich weiß nicht, ob die noch offen haben. Ich gehe mal gucken. Vielleicht habe ich ja Glück. Jung, dong, 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 dong. Vielleicht habe ich ja Glück. Und ich kann es noch abgeben. Na? Na? Ja, scheinbar nicht. Schade. So, was haben wir hier? Dringend ein TÜV-TÜV-Transporter. Ein TÜV-TÜV-Transporter braucher. Das können wir doch auch noch machen. Haben schon lange keine TÜV-TÜV-Transporter mehr gebaut, ne? Habe ich denn auf der Karte, wo der Typ gerade rumgurkt? Nö. Schade. TÜV-TÜV-Haltestelle. Was? Ganz da hinten? Uff. Uff. Ganz da hinten. Das habe ich gar nicht gesehen. Eine TÜV-TÜV-Karre. Ach, ich brauche zwei Eisenstützwerke. Nein. Ich brauche zwei. Das habe ich nicht gesehen. Oh nein. Ich habe nicht mehr genug Eisenerz. Nein, ein scheiß Eisenerz fehlt. Nein. Eisenholz, genau. Eisenholz. Waren das vier? War das drei? Ich weiß nicht mehr. Ich habe es schon wieder vergessen. Fünf waren das. Fünf. Fünf, nicht drei. Fünf. Und ich muss entweder Eisenerz kaufen oder ich muss sammeln gehen. Wobei, glaube ich, sammeln mehr Sinn macht. Weil ich jetzt doppelt so viel abkassieren kann mit dem Hacken halt, ne? Ferdi! So, was mache ich jetzt? Schlafen gehen. Schlafen, schlafen. Die Fische sind mittlerweile bestimmt auch schon verhungert. Die schwimmen wahrscheinlich schon mit dem Bauch nach oben. Ich
nehme all die Aufträge an, weißt du, und habe gar nicht gesehen, dass ich von dem anderen Ding noch eins machen muss. Blöd. Ist ein bisschen blöd gelaufen. So, die nehmen wir schon mal mit. Eisenholz fertig? Fast. Ach ja, genau, da muss ich noch Seile machen, ne? Da waren das noch Seile. Für die Holzsäulen. Ich erinnere mich. Genau. Oh, Pappelholz. Ah, da muss ich rüber in die Wüste. Da muss ich in der Wüste Holz hacken. Pappelholz. Pappelholz. Die labern immer so viel. So, gehen wir mal dahin. Oh, wie ich mittlerweile diese Töff-Töff-Haltestellen echt mag, ne? Ja, du musst auch schon näher ran. Wie ich diese Töff-Töff-Haltestellen mittlerweile echt gerne habe. Pappel! Wow, zwei Stück, ey. Hast so einen Riesenbaum und kriegst zwei von diesen Holzdingern raus. Wow. Das ist umwerfend. Vor allem Sira, weißt du, hat irgendwie das Knie durch den Rücken gedrückt. So, was haben wir hier? Oh, Alter, die halten aber viel aus. Kupfererz, Stein. Ihr hättet lieber Eisenerz reinpacken können. Da kommt man ja in Schwitzen hier. Uff. Oh, was haben wir denn hier? Ein Blutstein. Oh, habe ich nicht auch in den Kakteen dieses Pappelholz gekriegt? Nö. Alter, erschreck mich nicht so. Du Kackvieh. Du willst aufs Maul? Bitteschön, kannst du haben. Ja, würdest du mal zuschlagen? Danke. Krieg ich vielleicht Pappelholz, wenn ich hier die Palmen runterknüppel? Na? Palmen-Jujube, Hartholz, Baumharz, Eisenholz. Nö. Also nur von diesen Gigabäumen hier. Schubidum. Kann jetzt sich nur noch um Jahre handeln, weil so weit verbreitet sind leider Gottes diese Bäume hier nicht. Die sind relativ weit entfernt. Entfernt vor allem, weißt du? Sind relativ weit entfernt. Entfernt. Genauso, ich finde das manchmal echt schrecklich, wie manche Leute manche Worte betonen. Zum Beispiel, wenn man ihm eine Chance gibt, weißt du? Normalerweise wird das eigentlich, wenn man ihm eine Chance gibt, wird das gesprochen. Und die Chance, weißt du? Das ist keine Sprungchance, Leute. Das ist eine Chance. Manchmal ist das, da wird man richtig getriggert teilweise mit. Oder mit China und Chemie. Ich finde das fürchterlich. Es tut mir leid. Für die, ich weiß nicht, für die Regionen, wo man das tatsächlich so spricht, ja. Und es ist auch nicht falsch. Es ist auch nicht falsch. Aber das triggert voll. Ich finde das so grauenhaft. Es ist nicht falsch gesprochen. Genauso wie Vanille oder Vanille. Ist auch beides richtig. Aber das triggert genauso. Ich bin halt mit Vanille aufgewachsen. Aber tatsächlich muss ich sagen, meine Mutter hat auch, die konnte sich nicht entscheiden, ob sie jetzt Vanille oder Vanille sagen will. Bei ihr war das auch immer so ein Ding. Hallo Schlangi. Gift. Ich habe Gift. Gift.
Ich bin giftig. Giftig. Ich brauche Holz. Na, ich muss auch ein bisschen näher ran, mein Freund. Oder Freundin, eher gesagt. Oh, ich kann mich ja sogar umgucken. Das wusste ich noch gar nicht. Das merke ich ja jetzt erst. So, jede Menge Holz. Ja, das machst du super. Im Baum drin stehen und den Baum dabei aber nicht treffen. Das muss man auch erst mal können.